Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Edition mit mir, Dakra. Hey Kitty, lass uns kämpfen! Elert, was ist das? Was ist das für ein Name? Okay. Smogon hat aber eine hohe Spezialverteidigung. Ja, ich will erstmal die drei neuen Attacken auf eine AP-Anzahl 1 runterbringen, dann setze ich auch Eisstrahl 1. Ja, 9, okay. Ja, daneben. Was? Warum? Achso, Rauchwolke. Okay, nicht vergiftet, das passt perfekt. Oh, noch eine Rauchwolke. Aquawelle. Okay. Ja, Smogmog. Wächst sich aus, weil ich nicht treffen kann. Ich habe nichts sehr Effektives gegen Smogmog, weil ich keine Psycho-Attacken habe. Und ja, Smogmog Gift-Pokémon. Bodenattacken wirken nicht. Smogmog schwebt. Obwohl, das war gar nicht nötig gewesen. Nee. Bist verwirrt. Smog. Ja. Bringt dir nicht viel. Smog kann auch Donnerblitz und Flammenwurf lernen. Also ein sehr interessantes Pokémon. Verwirrung selbst verletzt. Okay. Das könnte jetzt ein K.O.-Treffer sein. Ja. Smogon. Eisstrahl. Von Eisstrahl mag ich die Animation am meisten. Was? Ich habe gar nicht getrunken. Nee, nicht während der Aufnahme. Sowas mache ich nicht. Okay, Slimer. Das hält, glaube ich, auch viel aus. Ja, dann... Was? Hä? Gab's gerade noch einen Rauch... nochmal Rauchwolke? Habe ich was verpasst? Schlammbad. Ja. Das will ich gar nicht kommentieren. Immer mein Glück. Voll erwischt! Ja, mit deinen Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Ja, das ist auch Standard. Der Verlierer gibt dem Gewinner immer Geld. Arne. Oh. Gift. Habe ich vergessen zu heilen. Egal. Bekommen ja sowieso ein Level ab und dann kommt das Ding nach hinten. Volltreffer, ja. Okay. Kann das Gift überhaupt wirken? Ich weiß gar nicht. Nee. Okay, in der Generation noch nicht. Und ein Flügelschlag in die Fresse. Obwohl unter die Achseln.
Ja, blockiert. Ja, das hat auch gereicht. Das ist ja toll. Smog, 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 Smog. Oh, nicht mehr blockiert. Ist man nicht mehr blockiert? Oh, auf beide Köpfe. Ist man nicht mehr blockiert, wenn man das Pokémon besiegt, das einen blockiert hat? Ich weiß gar nicht. Genau auf beide Köpfe. Und besiegt. Ja, Volltreffer. Der war unnötig. Hätte ich ihn lieber wann anders gesehen. Oh, gleich zweimal wechseln nach dem Kampf. Wie toll. Das darf nicht wahr sein. Vergiss die Sache mit dem Geld, das war ein Scherz. Man lebt nur einmal, daher bin ich ein Bandit. Das Team Rocket ist cool. Und du bist schwul. Nein. Ach ja. Okay. Weiter. Du bist ein schlaues Kind. Woher weiß sie das? Also woher will sie das wissen? Ilona. Die hässliche Schönheit. Ich bin ein langes Ding. Du bist gut zu Vögeln. Ja, okay. Das heißt, ich bin schneller. Ja. Außer Tauboga setzt etwas hier ruckzucki ein. Knuddelhof. Oh. Immer dieses Hexen. Schon wieder eine Paralyse. Okay. Nochmal Geheimpower in die Fresse. Gesang. Oh. Nee, nee, weg damit. Bis zum Morgengrauen. Aussitze. Ich hoffe, dass ihr genügt. Aber ich denke schon. Ja. Ja, ja, ja. Und du siehst so süß aus. Okay, du hast mich besiegt. Das macht mir nichts aus. Der Charakter, den wir spielen, ist 10 Jahre alt. Ist das jetzt Pedo-Action oder was? Ich trainiere Pokémon, weil ich allein lebe. Aha. Ja, wer so hässlich ist, Tia. Bisasam. Dann hatten wir jetzt alle Starter auf zwei aufeinanderfolgenden Routen. Beziehungsweise zusammenhängenden. Langes Ding kann noch keine Giftattacke, die wirklich was nützen würde. Oh, Schlafbruder. Oh, Schlafbruder, Sonne ist da. Ja. Ja. Nee, Aufwecker habe ich nicht. Aber ja, nein, 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 nein. Ich hätte ja die Pokeflöte benutzen können, genau. Die kann man auch in den Kämpfen benutzen. Kann ich einfach mal machen. Obwohl, nee, nee. Das nächste Mal, wenn es nötig ist. Und das wird kommen. Dieser Knosp, oh. Okay, die anderen Weiterentwicklungen hatten wir nicht. Komm, Schlafbruder, Schlafbruder, Schlafbruder. Los, los, los. Ah. Geheimpower. Voll auf die Stirn. Okay, paralysiert. Paralysiert. Nochmal. Voll auf die Stirn. So habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Ich verbringe zu Hause sehr viel Zeit mit meinen Pokémon.
Wunderbar. Ich kann gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Bestimmt mit dem Typen da oben. Oder mit der, mit dem Mädchen da oben. Gundula. Gundula Gauss oder was? Gunpower voll in die Fresse. Stachelspore. Wehe, du greifst jetzt nicht an. Dann gibt es keine Beeren mehr für dich. Verteidigung sinkt. Achso, stimmt. Das macht ja Säure auch manchmal. Und ein Biss. Ja, macht trotzdem nicht viel mehr Schaden. Ich bin Duflo. Mirapla. Okay. Dann setze ich mal auch ein Pflanzen-Pokémon ein. Jetzt werden erstmal die Blätter abgeschnitten. Jetzt spielen wir mal Friseur. Na, willst du eine Glatze haben? Ja. Erstmal voll die Säure ins Gesicht. Ah ja, Amarina Beere. Tududu. Nee, nee, nee. Verklickt. Zerschneider! Noch ein Mirapla. Ich spiele ja schon seit Jahren Pokémon, aber den habe ich hier noch nie gesehen. Okay, zumindest noch eine Säure. Das ist besser als alles andere. Wettenstachelspure. Achso, okay, daneben. Nicht gut genug. Hä? Man kann den Spitznamen eines Pokémon, das man getauscht hat, nicht ändern. Nur der Originaltrainer kann den Namen verändern. Ja, okay. Aber dieses nicht gut genug, war das jetzt einfach nur so ein Ausruf, oder war das wirklich jetzt etwas passend zu ihrem Satz davor? Denn ich meine, das war nichts Passendes. Route 15 Westen, Fuchsania City. Meine Vögel, er schaut an, du musst wirklich sehr gut sein. Und wieso habe ich ihn so komisch gesprochen? Dodri, Vitali Klitschko. Ja, die Weiterentwicklung von Dodu. Schlafbruder. Weil ich will keine bösen Flugattacken. Gigasauger für die KP. Dann muss ich keinen Trank verwenden. Ja. Ach so, okay. Das war jetzt kein normaler One-Turn-Sleep. Dodri hat nämlich die Fähigkeit Frühwecker. Also es wacht früh auf. Früher. Eben. Okay, Zerschneider. Ja, Furienschlag hat nicht getroffen. Das ist, ja, das passt perfekt. Noch ein Du. Und jetzt beide Köpfe abschneiden. Oh, Triplette. Eine meiner Lieblingsattacken. Nochmal beide Köpfe abschneiden.
Oh, das trifft schade. Hat nur zweimal Aua gemacht. Und Level up. Ich lag also richtig. Ich muss mir mal merken, was sie so sagen. Wusstest du, dass manche Attacken wie Erdbeben keine Wirkung auf Vögel haben? Ja, alle Bodenattacken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.